Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Londoner, beziehungsweise zu Frostpunk. Und wir haben gerade 32 Leute, die nach London fliehen wollen. Die gehen zwar in den Tod, aber ich glaube, das ist auch nicht besser als was sie hier bekommen. Wie auch immer, in der letzten Folge haben wir hier die Zeichenmaschinen fertig erforscht. Das heißt, wir haben jetzt Zugriff auf die Stufe 2 der Forschung. Da wäre zum Beispiel verbesserte Heizkörper ganz praktisch, interessiert uns aber nicht. Und hier das bei der Heizung interessiert uns generell nicht so unbedingt. Was haben wir denn hier? Von außen Posten, Depots. Ich weiß jetzt nicht, ob uns das jetzt hier was bringt, aber soll mir recht sein. Späher können sich schneller fortbewegen. Ja, die sind jetzt auch nicht so langsam, dass wir das unbedingt bräuchten. Und hier das mit der Fabrik wäre natürlich interessant. Sammelstellen Wärmedämmung. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt den Dampfkohlegenerator. Pumpt mit Hochdruckdampf und da bla bla. Okay, das ist einfach die bessere Version von dem Kohlegenerator. Brauchen wir eigentlich auch nicht unbedingt. Hier ein Dampfsägewerk ist wieder die. Also hier die Dampfsachen, die sind einfach besser als die Standardsachen. Interessiert uns also recht wenig. Jagdhütten beschäftigen weniger Leute. Wir haben aber momentan mehr, als wir eigentlich benötigen. Wir könnten natürlich ein Krankenhaus bauen, beziehungsweise ein Krankenhaus erforschen. Dafür bräuchten wir allerdings 20 Stahl. Und hier für das Haus, da brauche ich erst die nächste Stufe. Für den Lochkartenrechner brauche ich wieder 50 Stahl. Das ist eine ganze, ganze Menge. Aber okay, dann werden wir erstmal ein bisschen Stahl sammeln. Wie viel brauchte ich? 20, glaube ich, für die nächste interessante Sache. Nämlich hier das Krankenhaus. Das wird jetzt erstmal erforscht. Und wir müssen uns immer noch überlegen, wie wir hier die Hoffnung am besten steigern können. Weil da haben wir momentan noch so ein bisschen das Problem, dass das nicht so unbedingt klappt, wie wir wollen. Wenigstens haben sie uns nicht abgesetzt. Das ist schon mal, also zumindest das ist schon mal sehr, sehr gut. Zumindest das ist schon mal sehr gut. Das Einzige, wir haben halt so ein bisschen das Problem. Warum läuft das hier bloß auf 50%? Weil einer abwesend ist. Warum ist der abwesend? Keine Ahnung, warum der abwesend ist. Aber es schaut alles momentan relativ gut aus. Neue Häuser baue ich mal keine mitten in der Nacht. Huch. Das war jetzt eine lange Pause. Was haben wir denn hier? Eiskalte Unterkünfte. Ah, das ist schon wieder sowas. Das haben wir ja letztes Mal nicht geschafft. Sie sind wütend, weil sie dieses Problem anscheinend ignorieren. Beginne innerhalb von 2 Tagen mit dem Beheizen von 6 kalten Unterkünften und heize sie 2 Tage lang. Und hier von 12 kalten Unterkünften innerhalb von 24 Stunden. Das würde uns halt für die Hoffnung extremst viel bringen. Aber wenn wir es nicht schaffen, dann verlieren wir halt auch extremst viel an Hoffnung. Löst die Menge auf oder darum kümmere ich mich jetzt nicht. Also ich glaube, 12 kalte Unterkünfte heizen könnte schwer sein. Darum beheizen wir einige Unterkünfte. Da haben wir wenigstens das da drüben. Und da könnte ich sofort ein Dampfzentrum hinbauen. Bloß dafür brauche ich. So. Ein Dampfzentrum wird dann hier irgendwo hingebaut. Hier vielleicht hin. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie genau das dann funktioniert. Wahrscheinlich verbraucht das Ding bloß Kohle und alles ist super. So, 4 von 6 haben wir beheizt. Ist das gut oder ist das schlecht? Stelle mindestens erträgliche Lebensbedingungen her. Ja, die Frage ist bloß, wo haben wir nicht erträgliche Lebensbedingungen? Hier hätten wir noch ein Zelt. Obwohl haben die Zelte generell nicht
Die Zelte sind generell kühl. Also zwei bräuchte ich theoretisch noch. Dann schauen wir mal, vielleicht kann ich noch ein Zelt upgraden. Das wäre dann vielleicht eine Idee. Also hier, das da könnten wir upgraden, auch wenn es mitten in der Nacht ist und keine gute Idee. Aber die bauen das ja immer relativ fix. Die Londoner gewinnen zusätzliche. Jetzt sind wir schon bei 39, die abhauen wollen. Das gefällt mir halt alles überhaupt nicht. Hier haben wir auch 20 Kranke. Amputierte. Was ist jetzt mit den Amputierten? Keine Ahnung. Keine Ahnung, warum das jetzt plötzlich aufgetaucht ist. Soll mir recht sein. Wir müssen immer noch hier die Hoffnung irgendwie steigern. Die Frage ist bloß, wie? Wie können wir das steigern? So, ein neues Gesetz kann eingeführt werden. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Die Morgenversammlung. Was haben wir hier? Patrouille. Jeder Einsatz steigert die Hoffnung leicht und verringert die Unzufriedenheit. In Gefängnis Razzia, um Übeltäter zu fassen. Die Unzufriedenheit steigt leicht an. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und hier steigert die Hoffnung und genaue Informationen, kann Bekanntmachungen verteilen und die Hoffnung steigern. Die Unzufriedenheit steigt und das ist nicht mal so teuer. Dann werde ich mal ein Propagandazentrum bauen. Die Frage ist bloß, das Ding ist ja riesig, um Gottes Willen. Bauen wir das direkt hier neben den Wachturm, würde ich sagen. Und binden das auch noch an eine Straße an. Vielleicht so, dass wir auch ein bisschen was Tolles haben. Ich bin mal gespannt, um wie viel das steigt. So, das haben wir geschafft. Die löst sich auf in 2 Tagen. Das ist gut. Und hier das Propaganda-Dings. Das sollten wir eigentlich noch bauen können. Und ich warte darauf, dass wir das Krankenhaus bauen können. So. 10 Ingenieure bauen dazu. Die Hoffnung steigt. Und die Tendenz ist, das wird alle daran erinnern, dass in unserer Stadt Ordnung herrscht. Die Ordnung hält Einzug in unsere Stadt. Sehr gut. Keine Gnade für unsere Feinde. Ordnung über alles. Ja gut, die Hoffnung, die ist ordentlich gestiegen. Die Tendenz ist momentan, ja, wir schließen uns den Londoner nicht an, aber leider sind sie auch nicht, kommen sie auch nicht auf die Idee, dass sie uns sich uns anschließen wollen. So, Propagandabericht abklingt seit 2 Tagen. Das klingt doch schon mal gut. Das heißt, das müsste jetzt die Hoffnung noch weiter steigern. Das heißt, wir sind momentan auf eigentlich einem guten Weg. Was könnten wir hier jetzt noch weiter erforschen? Wie viel brauchen wir dafür? 100 Holz und 50 Stahl. Das ist natürlich eine ganze Menge. Kohleabbau interessiert mich gerade wenig. Der Mauerbohrer wäre natürlich interessant, weil früher oder später haben wir keine Bäume mehr. Aber was mich eher interessiert gerade, ist hier das Außenpostendepot und die Fabrik. Bauen wir mal zuerst mal das Außenpostendepot und schauen uns an, was genau wir damit machen können. Und hier könnte ich ein Krankenhaus bauen. Bloß dieses Krankenhaus ist viel zu groß. Und dafür bräuchte ich einen Dampfkern. Das ist natürlich schlecht. Und da müsste man sich wirklich was überlegen hier mit dem Stadtlayout. Das ist ja eine Katastrophe hier. Hier wäre natürlich ein schönes Örtlein. Direkt hier neben das Propagandaministerium. Und ich glaube, das bauen wir jetzt auch einfach hier direkt neben das Propagandadings hin.
Die Stadt schaut momentan mittlerweile sehr interessant aus, muss ich tatsächlich sagen. Dampfkerne. Wir haben gerade unseren ersten Dampfkern verwendet. Dampfkerne sind eine wertvolle Komponente, was fortschrittliche Technologie angeht. Dampfkerne können nicht in der Stadt hergestellt werden und wir müssen darauf vertrauen, dass unsere Späher während Expeditionen welche finden. Das ist interessant. Und vielleicht finden wir ja noch ein paar. Die Frage ist, erstens, inwieweit können wir hier auf der Map noch weiter forschen? Und zweitens, wie würde das in einem Endlosspiel dann ausschauen, welches dann, also Endlos, der Endlosmodus, der kommt. Die Frage ist bloß, wann? So, hier hätten wir 8 verfügbar, das ist gut. Arbeiter haben wir noch 12. Das heißt, hier überall, wo noch Ingenieure arbeiten, kann ich noch, Gottes Willen, Arbeiter hinzufügen, sodass wir hier auf Volllast laufen. Das klingt gut. Dann können wir auch die Kranken besser heilen. Das klingt doch alles super gerade. Es läuft wesentlich besser, als ich erwartet hatte. Also wirklich wesentlich besser. Ich dachte, das wird so wie bei This War of Mine, dass ich relativ schnell sterbe. Aber anscheinend, nö. So, es befindet sich keine Menschenseele in der Wetterwarte, aber alles scheint funktionstüchtig zu sein. Wir könnten herausfinden, woran die Wissenschaftler von Winterheim gearbeitet haben. Wir bekommen Kohle, was wir nicht brauchen, und Dampfkerne, was wir eigentlich auch nicht brauchen, aber besser, wir haben welche, als dass wir keine haben. Düstere Vorhersage. Wir haben die Aufzeichnungen der Wissenschaftler gefunden. Sie sagen voraus, dass die große Kälte noch viel schlimmer werden wird. Aber noch beunruhigender ist, dass ihre Beobachtungen schon vor Monaten plötzlich abbrachen. In der Vorratskammer ist keine Dose Fleisch übrig, nicht einmal ein Brotkrumen ist zu finden. Es ist offensichtlich, dass sie diesen Ort für immer verlassen haben. Vom Dach der Wetterwarte aus können wir die Stadt Winterheim sehen. Entdeckte Orte Winterheim und Kohlemine. Das ist interessant. Ich würde mal sagen, wir begeben uns zurück und wir könnten, was haben wir denn hier? Verlassene Station. Der jüngste Bericht von der Wetterwarte sorgt bei den Einwohnern für Gesprächsstoff. Sie haben Angst, weil eine so wichtige Anlage offensichtlich verlassen wurde. Manche beginnen sich zu fragen, ob die Evakuierung aus London eine gute Idee war. Einige klagen ganz offen: Ich wusste, wir hätten niemals herkommen sollen. In London gab es wenigstens richtige Häuser statt Zelte und Holzhütten. Die Hoffnung sinkt leicht, soll mir gerade aber recht sein. Was mich eher interessiert: Ich bräuchte ein neues Team. Bloß dafür habe ich nicht genügend Holz. Dafür habe ich nicht genügend Holz. So. Spulen wir einfach mal vor in der Hoffnung, dass noch irgendwas Tolles passiert. Zum Beispiel hier. Überwachung der Straßen. Sir, eine Gruppe Betrunkener hat die Ruhe gestört. Sie haben sich geschubst, Obszönitäten gibt. Obszönitäten gebrüllt, meine Güte, und Frauen auf der Straße belästigt. Unsere Wachen sind eingeschritten und haben die Trunkenbolde festgenommen, bevor noch mehr passiert. Lasst sie ausnüchtern oder bestraft sie. Die Hoffnung steigt leicht an, das klingt doch super. Wir lassen sie einfach in einer Zelle ausnüchtern. Ja, was haben wir jetzt schon wieder? Botschaften an den Mauern. Let's go back. Captain, jemand hat die Mauern der Stadt mit Botschaften beschmiert, die ihren Untergang vorhersagen. Das ist beunruhigend. Die Einwohner fürchten bereits, dass wir Winterheims Schicksal teilen werden. Und wer sich fürchtet, lässt sich leicht beeinflussen. Die Wachleute sollen das entfernen. Die Hoffnung sinkt leicht. Okay. Das mit der Hoffnung, das wird nix. Wenn das so weitergeht. Einmal gut, einmal schlecht, einmal gut, einmal schlecht. Das haben wir jetzt schon wieder, Gottes Willen. Hoffnung kehrt zurück. Zum ersten Mal konnten die Londoner niemanden davon überzeugen, unsere Stadt zu verlassen und nach London zu fliehen. Die Einwohner erholen sich allmählich von ihrem Schock wegen Winterheim und blicken wieder hoffnungsvoller in die Zukunft. Ich freue mich wirklich, das zu hören. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt hätten wir auch theoretisch gleich genügend Holz, um ein neues. Jawohl. Damit wir ein neues Spielerteam ausbilden können. Zack.
Und dieses Speerteam können wir hier in die Kohlemine schicken. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht unbedingt die Kohle, aber was soll's? Obwohl eigentlich brauchen wir die Kohle doch. Wie schaut's gerade aus mit hier Wirtschaft? Kohle. Kohlegewinn plus 276, Kohleverbrauch minus 384. Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich schlecht. Die Frage ist, da war doch gerade noch irgendwo. Hier. Wo ist dieser Kohlehaufen? Zu Gebäude gehen. Hier ist der Kohlehaufen. Das ist ja genau das, was wir auch abbauen. Okay, dann soll es mir recht sein. Wir müssen mehr Kohle produzieren. Wir müssen mehr Kohle produzieren. Vielleicht brauchen wir die Kohle doch, weil wir verlieren ordentlich Kohle eigentlich. Am Tag bekommen wir immer zwar gut dazu. Warum sind jetzt vier obdachlos? Okay, auf einmal, zack, vier Obdachlose. Soll mir recht sein. Bauen wir mal hier noch eins hin. Und können das eigentlich auch gleich ausbauen hier weiter. Wenn wir schon dabei sind, warum denn auch nicht? Zack, Außenpostendepot erforscht. Das klingt schon mal gut. Und jetzt können wir hier bei den Rohstoffen den Kohleabbau erforschen, wenn wir denn genügend Holz haben, was wir natürlich gerade nicht haben. So, prima. Kohleabbau ermöglicht den Bau von Kohleminen. Das klingt super, braucht natürlich auch Dampfkerne. Verdammt! Das braucht natürlich auch so. Ermöglicht uns, ein Außenpostenteam zusammenzustellen, das einen permanenten Rohstoffaußenposten weit entfernt von der Stadt aufbaut, mit dem wir in Verbindung bleiben können. Braucht Holz. Mit Holz haben wir gerade so irgendwie unser Problem. Könnten wir eigentlich genug Arbeiter haben? Wir ja. 12 Stück nämlich. Könnten wir. Obwohl könnten wir nicht die. Oder? Das Ding braucht 10 Arbeiter. Und ich weiß leider nicht, wie viel hier die Kohle braucht. Dann bauen wir zuerst mal das Kohlezentrum und danach können wir immer noch schauen, wie sich das Ganze verhalten wird. Hier Außenposten-Dings. Ein Holz brauchen wir noch. Und dieses eine Holz wird natürlich heute nicht mehr da sein. Das ist ja super. So. Speer Nummer 1 sind zurückgekehrt. Das klingt schon mal super. Und ihr. Es gibt keinen Zweifel, es ist eine Stadt wie unsere. Wir können den Generator erkennen, aber er ist abgeschaltet, vielleicht für Wartungsarbeiten. Verstand hier? Wir können einige Gebäude und einen großen gewundenen Turm erkennen. Darüber sind deutlich einige Rauchschwaden erkennbar. Gut. Das mit der Hoffnung, das müssen wir immer noch zustande kriegen, damit das besser wird. Also ganz ehrlich, das ist super, dass die da mit Scheinwerfern hier die Gegend begutachten. Da kann man bestimmt super schlafen, wenn man mitten in der Nacht so einen Laserstrahl in die Augen kriegt. Noch mehr Vandalismus. Die Londoner haben noch mehr Mauern beschmiert und fordern alle dazu auf, sich ihnen anzuschließen und die Stadt zu verlassen. Manche der Parolen sollen sie lächerlich machen. Man nennt sie einen unfähigen Anführer, der unsere Einwohner nicht beschützen kann. Die Wachleute sollen auch das entfernen. Die Hoffnung sinkt jetzt noch weiter. Das ist natürlich alles nicht so sonderlich doll. Jetzt hört doch mal auf mit eurem blöden Selbstmord eines Poeten. Sir, einer unserer Einwohner hat Selbstmord begangen. In seiner Freizeit schrieb er Gedichte über Verlust, Leid und Hoffnungslosigkeit. Unser Propagandazentrum führte eine Kampagne gegen ihn, um unsere Einwohner vor seinem Einfluss zu schützen. Jetzt könnten die Einwohner uns für seinen Selbstmord verantwortlich machen. Es sei denn, wir lassen es so aussehen, als hätte er sich zu Tode getrunken.
tut es und verbrannt seine Gedichte. Die Unzufriedenheit steigt leicht an, soll mir aber recht sein, da haben wir eh gerade fast nichts. Eine Wache wurde verprügelt, na ganz toll. Captain, Mitglieder der Nachbarschaftswache, die Parolen der Londoner entfernt haben, wurden angegriffen. Wir sollten etwas tun, um unsere Leute zu schützen. Die Wachen sollen die Straßen sichern. Die Hoffnung steigt an. Befehl den Wachen zurückzuschlagen, die Unzufriedenheit sinkt. Und hier, okay, die Wachen sollen die Straßen sichern, die Hoffnung steigt an. Nicht so sonderlich viel, aber immerhin ein bisschen. Und bevor wir jetzt mit der Folge Schluss machen, würde ich gerne noch ein weiteres Gesetz in Auftrag geben. Beziehungsweise einführen oder wie auch immer man das nennen möge. Hier können wir auch gleich das nächste Propagandadings machen. Das klingt alles sehr, sehr gut. Ja. So, ein neues Gesetz können wir einführen. Und dieses neue Gesetz. Huch. Das da unten brennt so lustig. Agitator. Strategisch platzierte Lautsprecher werden die Bürger an die Wichtigkeit ihrer Arbeit erinnern und ihre Effizienz erhöhen. Erhöht die Effizienz von Arbeitsplätzen in der Nähe um 20%. Menschen machen Fehler, aber wir können ihnen eine Chance geben, sich zu rehabilitieren. Natürlich nur, wenn sie sich kooperativ zeigen. Dies verleiht einen dauerhaften Hoffnungsbonus. Die Unzufriedenheit steigt leicht an, ist mir wurscht. Ein treuer Schwur ist immer gut. Übeltäter können sich jetzt freikaufen, indem sie sich bereit erklären, zu kooperieren. Das ist doch super. Das ist wirklich super. Ich wollte gerade noch irgendwas machen, aber ich weiß natürlich nicht mehr was. Baufähigkeiten. Was ist das? Nichts. Okay, dann ist es halt nichts. Das Einzige, das war's jetzt. Halt, das war's jetzt nicht. Ich möchte nämlich hier noch ein Außenpostendepot in Auftrag geben. Um Gottes Willen ist das... Ach, das ist das Zeichen. Das ist das Zeichen. Ja gut, dann bauen wir das doch erst in der nächsten Folge. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wie immer, Geldgrüßli, euer Mr. Kurzi. Bis dahin, tschüss.